Jetzt, ey, jetzt gefällt mir so. Lass sie weg. Oh mein Gott! Alter! Ich renn vor, Digga, okay? Hadi, los! Gib ihm! Da stehen fünf. Ich renn vor! Ich hab Eier, hadi! Rechts zu! Nimm die auseinander, guckt auch links! Nimm die Hände hoch jetzt! Hände hoch! Alle! Kommunikationsmittel auch weg, ich gebe ihnen noch eine letzte Chance. Auf keinen Fall auf die Army und Handy, beides, ne? Blau sind die Berge, wir treffen uns dort. Dort ist viel schon passiert. Wisst ihr, was ich meine? Einmal ja, wenn nein, dann erkläre ich genauer. Nein. Okay, kein Problem, Moment. Ich kann noch orten. Achso, ja, ihr ortet dann einfach den Schaft, alles gut. Eine Buchse anstecken. Schaut's bei euch aus mit Westen? Braucht ihr auch hier im Auto? Ich hab grad zwei bekommen. Okay. Ja, ich bräuchte auch noch eine, ne? Zur Not. Drei oder vier Schutzwesten bitte noch mitbringen für uns zum Schafter, ja? Ich brauche auch noch welche, wenn das geht. Also Magazine at One Zweifel bräuchte ich auch noch ein paar. Ich werde mal kurz mein Telefon auf Flugmodus machen, ja? Okay. Jetzt die nächste Frage in die Runde. Wie? Ach, guck mal, da ist ein Zivilist. Halt die mal auf da ein bisschen. Halt die Jungs mal auf, Alter. Haltet die auf. Unfall beim Batterieverarbeiter. Wir müssen es irgendwie so machen, dass wir Wo sollen wir mit dem Westen? Schafterorten. Also folgendes, wir müssen es jetzt so machen, ne? Es geht ja jetzt darum, die 606 zu bekommen, ne? Wir möchten ja natürlich die Cops austauschen für ihn, ne? Wir müssen das jetzt halt natürlich so machen, dass jemand anderes anruft, ne? Und normalerweise direkt die 606... Hallo, die Zivilisten aufhalten, die sollen nicht wegfahren, habe ich gesagt. Wir müssen einen von denen jetzt nämlich anrufen lassen, oder was sagt ihr? Einen von denen, die 606 anrufen lassen, oder? Ja, normal, weil unsere Telefonnummern sind alle im System hinterlegt. Genau, so machen wir das. Dann lass ich die jetzt machen. Echt gesagt. Alles klar. Ey, das ist jetzt Zinker, oder? Ja, man, ganz wollt, kurz. Ihr habt nichts, wir brauchen nichts zu viel. Nee, wir brauchen, alles gut, wir brauchen euch nur kurz für was. Wir müssen nur kurz einen Anruf tätigen. Okay, ich fahr mal ganz kurz hier rechts dran. Ja. Park auch noch kurz. Bleib stehen. Du parken. 300 Kilometer, ich glaub, 3 Kilometer bin ich da. Die Legende ist hier. Also, was? Hola. Ganz kurz, Servus. Oh mein Gott, der scheiß Rote vom Bassard. Moment. Folgendes, gucken wir ganz kurz. Ihr braucht nichts befürchten. Es geht nur darum, ihr müsst jemanden anrufen. Okay. Und. Ja, genau. Ihr müsst einfach nur sagen, wir haben hier zwei Cops. Und ihr kennt uns natürlich nicht. Wir möchten den Typ haben, den ihr anruft, ne? Und er soll sich was einfallen lassen. Jede Minute, die vergeht, oder alle zwei Minuten, die vergehen, verliert jeweils ein Polizist einen Finger, ne? Und dann wirst du mir mal sagen, was der sagt am Telefon, okay? Okay, also ich soll sagen jetzt, ihr habt zwei Cops, wir haben zwei Cops. Wir müssen jetzt nur aufpassen, nicht, dass die Wichser euch orten. Ah, so ein Ding ist das, okay. Ja, Arif, du rufst dann. Nee, ich glaube, wir brauchen halt alle drei dazu. Und sagen, er muss danach Sekunde. Was hast du gesagt, Amelie? Die sollen halt woanders hinfahren und sagen, die wurden gezwungen oder so. Gefickt, Leute. Aber eigentlich müssen wir sowieso den Standort durchgeben. Wir müssen uns da halt positionieren, falls die irgendwie, wo kommt diese verfickte Streife her? Halte diese scheiß Streife auf! Okay, wir sind keine Cops. Alles gut, wir sind keine Cops. Wir sind keine Cops. Willst du sterben oder was? Nein! Dann einfach mit die Handynummer. Oh mein Gott. Manis und wir. Gott. Scheiße. Geil, Alter. Die armen Bullen, Alter. Das sind keine Bullen. Wie die da rausstürmen, Alter. Tschüss. Guck, das sind doch Bullen. Die haben doch keine Bullen, oder? Ach so. Die haben das Auto geklaut. Noch, gebraucht auch besser. Jetzt haben wir noch ein Auto zum Erpressen, ja? Jungs, jetzt sind wir längst schon die Karre weg. Sonny. Ey, mach dich die Karre weg wegen Orten. Sonny, Karl? Oder? Hellas hat noch Joints zum Rauchen. Rauch die mal. Machen wir gleich. Also die Sache ist, Leute, jetzt, ne? Wir müssen sowieso die 606 zu dem Standort hier bringen, oder nicht? Oder habt ihr eine bessere Idee? Nicht so viel Meinungen auf einmal, Alter. Dann platzt mir das Trommelfell, ja? Keine Ahnung. Mach, wie du denkst. Ruf an. Ja. Ja, wunderschön. Hören Sie mich? Wo bleiben die Westen? Hallo. Ich werde hier gerade bedroht. Und, Westen sind da, oder ich glaube, wir haben ein paar Leute. Die wollen hier sie haben. Wo sind die? Ja. Sie wollen sie hier haben, bei mir. Und sie dürfen mit einer Begleitung kommen. Wir haben zwei Cop-Geiseln. Die haben zwei Cops als Geiseln. Der kann gerne die Namen haben. Und sie können gerne die Namen haben. Welche Cops? Warte, kurz die Namen der Cops ermitteln, bitte. Wir haben hier einmal den Boris und einmal den netten Herrn Vince Quay. Einmal den Vince Quay und den Boris. Vince Quay und Boris. Leute, Westen sind hier, so kommt mal bitte her. Westen sind hier vor mir, ich hab die Hände oben. Reicht doch, Jungs. Ich bin Arif. Du hast wieder Sachen nix am Hut.
Ich hab mir mit nichts am Hut, Mann. Ich hab einfach eine Knarre am Kopf, Mann. Die Funken durch. Der Funk durch. Er soll alleine kommen, er soll keine Verstärkung holen. Wenn er jetzt funkt, verliert dein Finger. Wenn du jetzt funkst, verlieren einer einen Finger. Du sollst alleine kommen. Wenn hier mehr als du und dir deine Begleitung gesehen wird, wird dein Finger abgeschnitten. Er hat 15 Minuten Zeit. Du hast 15 Minuten Zeit. Alle 2 bis 3 Minuten verlieren die immer einen Finger. Alle 2 bis 3 Minuten, die darüber hinausgehen, verlieren die einen Finger. Und zum Schluss sind die tot, ne? Und zum Schluss sind die tot. Sagt er was? Ich möchte seinen Arsch haben, hier. Die wollen deinen Arsch haben. Hier. Erstmal ein PD, erstmal geschrien, flüstern im PD. Komm mal, mein Genie. Die 606 ist im PD, nur mal so als Info, ne? Das Telefonat läuft noch. Die Drohung ist raus. Brauchst du eine Weste? 15 Minuten hat der. Alles, was darüber hinaus ist, verlieren die einen Finger. Sollte es noch länger dauern, sterben die beiden, ne? Mann, ich kann's nicht glauben. Er meldet sich nochmal. Er meldet sich nochmal? Ja. Alter, das geht safe in die Hose, glaubt mir. Die halten sich nicht an das, was die sagen. Euch wird nichts passieren, Mann. Wenn die euch irgendwas tun, ihr werdet hier bedroht, Alter. Ja, aber das... Und ich bin auch ganz ehrlich, Mann. Ich bin ganz ehrlich, Mann. Wärt ihr mir nicht sympathisch, würde ich euch halt wirklich bedrohen. So ist es. Schüsse. Nochmal, verstehe. Du bist doch schon mal glücklich. Darf man wissen, wie du heißt? Oder dass wir wissen, mit wem wir reden? Tut mir leid, kann ich nicht sagen, Jungs. Okay. Der mysteriöse Affe. Tschüss. So. Der mysteriöse Affe. Okay, machen wir. So sieht's aus. Wer hat die Kokosnuss geklaut? Ich hab sie geklaut. Sogar 2. Da drüben stehen sie. Berdi, hör auf zu flirten hier, Mensch. Immer dasselbe mit dir. Ach, Paco auch kurz zum Anwesen. Die Affenbande ist los. Ja, perfekt. 6 Stunden fahren. Steht. Richtig. Oh, er zeigt seine Fresse. Jetzt hat er seine Fresse im Rückspiegel gesehen. Er zeigt seine Fresse, Junge. Mir doch egal. Wie denn ich sterben? Sonny, komm mal hier zu der Geisel, telefonier mit dem Typen. So, dann frag ihn mal, warum er so lange braucht. So, Vinci, steck dir jetzt mal hier einen Laptop zu. Ich soll dich fragen, warum du so lange brauchst. Ja. Wir haben keine Einheiten mehr. Pass auf auf Straße, Bruder. Also scheiß auf seine Einheiten, ich will seinen Arsch. Was steht drin? Er will deinen Arsch. Ja, weiß ich nicht, wer. Für was der angeklagt wird? Ja. Maskiert. Der höchste Richter möchte sein Hintern, und zwar jetzt. Gibst du jetzt meinen Falschparken? Er sagt, der höchste Richter möchte deinen Hintern, und zwar jetzt. Soll fragen, wer der höchste Richter ist. Das geht ihn in den Scheißdreck an, er soll keine Fragen stellen und sich jetzt hier bewegen. Das geht dich in Scheißdreck an, du sollst deinen Arsch jetzt bewegen und hier hinkommen. Das weiß ich nicht, ob du dich da knallen. Ja, sollte reichen, ja. Wenn er kommt, können wir gehen. Auf jeden Fall. Er sagt auf jeden Fall. Und du mach mal dein Gespräch ein bisschen schneller hier. Falschparken, ja? Genau. Er sagt, wie kann er sich auf ihr Wort verlassen, wenn ihr dutzende Kollegen umschießt. Ich weiß nicht, von was er redet. Ja, er hat keine Ahnung. Er weiß nicht, wer wen erschossen hat. Er kann dazu nichts sagen. Wer versichert den Herrn? Bin ich hier bei Frag mich was oder was jetzt? Was weiß ich, was soll ich Ihnen sagen? Was soll ich Ihnen denn sagen? Also, ihr steht da draußen auf der Straße, er hat deinen Standort, er hat ihn. Und ihr werdet auf der Straße stehen und ihr werdet übergeben und er kommt mit in die Hölle. Fertig. Jetzt. Uhr tickt schon lange. Ich schicke einen Standort und du sollst kommen, dann können wir gehen und du fährst mit. Richtig, schon aufs Dach, ne? Gleich kommt US Army. Die wollen, mit dir reden. Bonding ist das. Ja, die wollen persönlich mit dir reden. Jetzt! Ja, also du sollst jetzt kommen oder, wir stehen hier ohne Handfesseln, aber, Wenn er jetzt noch eine Frage stellt und sich jetzt nicht hierher bewegt, dann fehlt dir mal eine Hand. Wenn du jetzt nur eine Frage stellst und jetzt nicht sofort kommst, dann werden hier Finger fallen. Wenn du kommst, dürfen wir gehen. Das ist der Deal, sobald ich das jetzt mitgekriegt habe. Ja, mach jetzt! Braucht der zum Verstehen, der Idiot. Ich werde jetzt richtig ungeduldig, ne? Boah, ich auch langsam. Also es wird hier, ne, keine Geduld mehr haben. Du Bock auf einen Döner, Mann? Ja, was jetzt sagt der Phil? So, für die Scheißaktion habe ich der Kollegin jetzt mal ins Knie geschossen, ja? Phil, was ist denn jetzt? Hast du gerade gesagt, dass ich ihm ins Knie geschossen habe? Nein, der Kollege wurde ins Knie geschossen. Tick-Tack, Tick-Tack. Er sagt halt nichts mehr. Er sagt nichts mehr am Telefon? Ja. Er soll einfach herkommen. Er soll herkommen jetzt! Kommst du jetzt her, Phil? Oder? Er hat gesagt, dass er das nicht macht. Und die Opfer lieber 2 Leben anstatt 1. Ich glaube, der will nicht kommen, dann sprich deine letzten Worte hier am Telefon. Chill. Phil, die töten mich jetzt, ne? Als erstes töten wir deinen Kollege, wenn er nicht kommt. Er sagt halt jetzt gerade gar nichts. Und dann holen wir uns den anderen. Er sagt gar nichts mehr am Telefon, er lässt seine Leute qualvoll verrecken. Ja, lässt er auch, weil es ein Anschlag ist. Ja, da muss der Erste hier dran glauben. Er sagt nichts mehr. Das nenne ich Kollegen, ey. Das war ein geiler Kollege, oder? Ja, Mann.
Junge, du verlierst jetzt deinen Kopf, ne? Deswegen. Diesmal Boris den Fuß, Digga, damit er mal ein bisschen schreit hier am Telefon. Ah, das ist schwer, mein Fuß. Hey, Jungs, das ist Vince, das ist Vince. Ach so. Ja, schieß dir mal einen Zeh weg oder so. Phil, bitte. Geh mal weg da. Phil, bist du noch dran? Boris, mach mal keine Spielchen hier. Wir wissen, dass ihr Zeit schindet. Tick-Tack, Digga. Tick-Tack, 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 Tick-Tack. Wie die Tick-Tacks. Lass ihn auflegen, normal anrufen. Wer ist denn 75597? Keine Ahnung. Ja, morgen wieder Code 13 ausgerufen. Was ist das für ein Vogel? 75597. Das ist eine Falle, das ist echt eine Falle. Der will, dass wieder hinkommen oder so. Hört mal zu, die Nummer. Ihr gebt jetzt den Laptop, er gibt die Nummer im PC ein und wenn die drinne steht, wissen wir, wer es ist. Okay. Gib mal die 75597 ein, dass wir wissen, wer das ist. Bellic Verketti? Also die Telefonnummer ist auf jeden Fall so. Bellic Verketti. V-E-R-C-E-T-T-I. Dieser Bellic oder wie der heißt, ja. Weißt du? Deine Nummer. Jetzt hast du den Namen. Warte mal, ich schau mal. Okay. Kollegen, die Zeit ist abgelaufen. Was machen wir jetzt? Sollen wir ihn suchen? Ja, ich schreibe die ganze Zeit irgendwelche verwirrten SMS. Ja, denk scharf nach, mein Freund. Weißt du, dass er mir sagt zum Nachdenken? Erstens das und er hat irgendeinen Nick-Wick umgelegt. Was will er? Was ist sein Problem? Was ist los? Digga, ich weiß es nicht. Das ist sowieso ein dreckiger Rattemann, Alter. Ja, was will er denn? Was ist los? Nichts, Bruder. Das ist ja das... Rajesh meinte nur zu mir, ey, Sony SMS und fertig. Ja, der soll... bestell ihn mal oder so. Hol ihn mal. Wir brauchen den. Jetzt. Ja, okay. I try my best, Digga. Bitte, schnell. Ah. Okay. Danke. Ciao. Ja, dann alle schön brav davor parken. Genau, damit das schön gut aussieht. So, alle aussteigen. So, dann dürfen die Herren vom PD aussteigen. Dann dürft ihr hier vom PD-Wagen auf die Knie gehen. Zack, zack. Kommt einer, da kommt einer, Leute. Eine Kopfkarre da hinter uns. Ja, haut die jetzt weg, dass sie das richtig schön sehen. Schnell. Sag mal jetzt. Gute Nacht, Jungs. Gute Nacht, Jungs, euer Kollege Schulz. Wir bleiben hier. Jungs, wir bleiben hier. Die haben Akten gelöscht, ne? Die müssen ins Licht gehen. 1-2 Minuten chillen. Ey, der Typ, wo mir gerade gedroht hat per SMS, ist 1,838 Kilometer entfernt. Ich bin in der Stadt, ich pack hinein. Sag der ist unten beim Warenhandel. Kommst du? Warenhandel? Kannst du da hin? Ich bin jetzt Endstraße. Ich fahr jetzt runter. Ja, die sind gestorben. Abflug. Ja, kein Puls mehr. Und Jungs, wie sieht's aus am Warenhandel da unten? Die von oben hier überhaupt nicht. Ich brauch ein bisschen. Ich bin gleich da. Bist du da auf den Gleisen, Dimi? Ich bin auf den Gleisen, Neon. Passt auf, Mann, nicht, dass jetzt eine Falle ist und zuschnappt. Ja, Leute, ich weiß nicht, was da los ist. Ich hab Guzis, aber ich baller den einfach weg. Was ist los? Hat der dir den Standort geschickt? Ja. Okay, fährst du dahin? Ich hab direkt welche hingeschickt, die haben abgeschickt. Das ist ein leeres Auto, Mann. Weiß nicht, was sein Film ist. Ich soll nachdenken und so. Jetzt schickt er euch zu einem leeren Auto. Er ist dort irgendwie auch in der Nähe oder so. Ich hab keine Lust auf so Spielchen, Alter. Ich muss immer einen Schritt voraus sein. Deswegen, wo ist FRBler? Ey, wir haben den. Wir haben den. Wo? Moment. Ja, habt ihr den oder was? Digga, habt ihr ihn, Digga? Ja, ich bin direkt vor uns. Ja, dann haltet ihn doch fest, Digga. Ja, machen wir doch. Die sollen mal callen. Da vor uns, ne? Ja. Was, ja? Das ist richtig. Aber du weißt selbst nichts davon, aber glaubst den Leuten, wie die das erzählen. Ja, genau. Aber du weißt selbst nichts davon. Also verstehe ich nicht. Wenn du doch mal da gewesen wärst, dann wüsstest du es doch oder nicht. Ja, also, ich verstehe nicht, kann mich da nicht warum du Geschichten über dein Leben glaubst, von denen du nichts weißt. Das verstehe ich nicht. Ich glaube, es ist egal. Ja, ganz ehrlich, weiß ja nie, ne? Mich juckt es sowieso nicht. Ich habe gerade zwei Cops vom PD hingerichtet. Und, genau seid ihr Schaftorten, oder? Mich interessiert das kein Millimeter. Ne? Ja, hier kann niemand kommen, es kann niemand hierher kommen und uns jetzt auseinandernehmen. Es geht einfach nicht. Wie gesagt, zwei Polizisten haben ich vor dem PD hingerichtet und die Polizei hat zugeschaut. Ja, was die Polizei macht, das interessiert mich ja nicht. Du kannst deinen Standort an den Präsident schicken. Selbst der wird nicht kommen. Aber pass mal auf, ich habe ein Problem, Alter. Eine Sache schätze ich an dir, ne? Ja, bitte. Du hast ja schon den Mut gehabt und gesagt, wo du bist. Und du hast ja jetzt auch den Mut und du stellst dich ja hier vor mich. Das rechne ich eigentlich Leuten relativ hoch an, ne? Aber was ich Leuten nicht hoch anrechne ist, dass du mir schreibst, Hallo Sonny, es tut mir leid, aber du hast dich mit dem Falschen angelegt. Geh mal zu deinem Haus und in den Camper dort liegt schon einer deiner Leute. Viel Spaß.
Hab ich dich mal identifizieren lassen, weil ich hatte Polizisten vor mir. Und die haben dann deinen Namen rausgefunden, weil ich hatte deinen Namen. Ich hab dich nicht abgespeichert gehabt. Bellic Versetti. Das ist richtig. 100 Punkte hast du mir gegeben für die Antwort, ne? Ja. Erstmal, ich stelle die Frage, wer bist du, dass du Punkte verteilst? Ich verteile Punkte an den Leuten, die ich will. Okay, dann habe ich dich gefragt, ob du brennen willst. Dann habe ich gesagt, für die Aktion verreckst du. Dann hast du gesagt, Sonny, alles hat Folgen. Jetzt stelle ich dir auch noch da nochmal die Frage. Wer bist du, dass du sagst, irgendwas hat Folgen? Also ich räche mich an den Leuten, die mir irgendwas früher angetan haben. Also willst du dich an mir rächen? Laut Erzählungen, ja. Wie kommst du dazu, dass du dich an mir rächen möchtest? Wie? Also nach Erzählungen von mehreren Seiten war ich früher angeblich in der 187 und wie dort mit mir umgegangen wurde und so lasse ich nicht über mich reden. Egal, wer. Und jetzt gehst du auf Rachefeldzug? Ja, genau. Naja, ein richtiger Feldzug war das ja nicht, ne? Okay, das kann alles. Jeder sehen, wie der will. Ich bin jetzt perplex, muss ich schon sagen an der Stelle. Wie zur verfickten Hölle kannst du auf einen verfickten Drecksrachefeldzug gehen und irgendwelche Leute umlegen und mir drohen? Wie ich das kann? Ja. Dem ich es einfach mache. Wir beenden diesen ganzen Filmriss jetzt, indem du die goldene Kugel bekommst und du nie wieder irgendetwas mit Sonny zu tun haben wirst. Dein scheiß Gehirn hier einfach nur von den Ratten gefressen wird. Elendiges Stück Scheiße. Das ist brutal, Digga. Geil. Was geht, Alter? Oh. Also guck mal, du siehst hier ungefähr mach doch nicht sowas. Die zwei Schlitze. Der erste und hier der nächste, die nächsten zwei, ne? Du hast diese Fläche zur Verfügung, deinen Sprung rauszusuchen. Sagen wir 4. 1, 2, 3, 4. Die 4 Schlitze. Bis zu den 1, 2, 3, 4 Schlitze. Diese Fläche hast du zu springen. Mit etwas Glück überlebst du. Und Bellic, leg dich nie wieder in deinem Leben mit mir an, falls du das hier überlebst. Hast du mich verstanden? Ich hab dich verstanden. Viel Glück. Such sie aus. Digga, er hat überlebt. Nee, hat er nicht. Er ist Rip oder wegen Höhe. Ja. Okay, das gut. Soll mich direkt am Aufwachsen, ey. Guck mal kurz nach, ob der wirklich, ne, verletzt ist. Nee, ist nicht. Oh, ist gar nicht, ehrlich so. Aber auch netter Versuch, sie müssen ja ihr Job machen, ne, schönen Abend. Ist sowieso zu spät, glaube ich. Der ist platt. Der ist verrückt, der ist von der Brücke gesprungen. Okay, macht euch schönen Abend. Gleichfalls euch auch. Den haben wir auch.